Lass mal über die neue Single aus Deutscher Traum sprechen. Echo Fresh featuring Sido, Ghetto Reloaded. Nach so vielen Jahren hatte sich Echo vorgenommen, zu einer seiner erfolgreichsten Singles einen Sequel rauszuhauen. Diesmal aber nicht mit Bushido, sondern diesmal zusammen mit Sido, einem anderen Teil des 23er-Duos, könnte man fast schon sagen. Und wir haben quasi denselben Song bekommen, beziehungsweise er ist genauso umgesetzt wie der erste Song. Also wir haben ein Piano-Beat, ein Schwarz-Weiß-Video, die Songstruktur ähnelt sich auch oder beziehungsweise ist nahezu identisch. Also wir haben den ersten Part von Echo Fresh, zweiter Part Feature-Gast beziehungsweise Sido und im dritten Part wechseln sich beide Rapper jeweils alle vier Zeilen ab und kicken dort ihre Rhymes und so weiter. Und ich muss sagen, im Allgemeinen hat mir der Song richtig gut gefallen. Der einzige Punkt, der sich am Vorgänger, also vom Song her, unterscheidet, ist, dass sich hier beim Inhalt so der Song sich in eine etwas andere Richtung bewegt. Beim ersten Teil waren sie ja eher damit beschäftigt, das Streetlife einen nahe zu bringen. Also es war eher so Representer-mäßig und die dunklen Ecken der Straßen im Ghetto uns über ihre Raps nahe zu bringen. Aber hier bei diesem Song geht es eher darum zu zeigen oder beziehungsweise zu sagen, dass da, wo du herkommst, dich als Person definiert. So einfach mal plump gesagt ist das der Inhalt hier bei diesem Song. Und vor allem hat mich natürlich auch interessiert, was Sido zu diesem Thema zu sagen hat, weil wir alle wahrscheinlich schon mitbekommen haben, wie sehr er sich eigentlich musikalisch geändert hat. Wenn man sich alte Interviews oder so von ihm anschaut, das ist ja quasi eine komplett andere Person mittlerweile geworden. Ist ja ein richtig erwachsener Typ. Und dazu äußert er sich auch in diesem Song so ein bisschen. Also der sagt doch, ja, der frühere Sido wäre heute niemals da, wo er jetzt stehen würde. Also der wäre jetzt irgendwo in der Ecke am Rumgammeln und so und ganz bestimmt nicht ein erfolgreicher und vor allem Familienmensch. Das war auf jeden Fall sehr cool. Ist auch raptechnisch sehr gut geworden. Wir wissen ja, dass die beiden sehr gute Rapper sind. Sido ist ja einer meiner Lieblingsrapper. Das, was ihn so auszeichnet als Rapper, gerade im technischen Aspekt, hat er hier wieder ganz klar gezeigt. Ich feiere das einfach, wie er immer die zweite Zeile ist ziemlich kurz und dann hängt er einfach nochmal was hinten dran. Das macht er hier auch ziemlich oft bei dem Song. Das ist sowas, was ich bei ihm feiere, weil das ist, glaube ich, etwas, was neben Sido eigentlich keiner macht. Ist ein richtig cooles Stilmittel, würde ich jetzt einfach sagen. Also, dass du erstmal die erste Zeile rappst und dann irgendwie nur drei Wörter dann hinter, also den Reim schon unerwartet vorher setzt. Also die beiden harmonieren auch richtig gut. Es ist, glaube ich, nicht der erste Song, den die beiden zusammen gemacht haben. Von daher sind die schon so ein bisschen eingespieltes Team. Aber im Allgemeinen eine richtig starke Single und wird seinem Vorgänger auf jeden Fall, Vorgänger auf jeden Fall gerecht. Die Hook ist auch wie beim Vorgänger von Echo Fresh gesungen. Mir hat die Hook natürlich beim ersten Teil besser gefallen, aber hier in diesem Teil funktioniert es auch und dementsprechend fand ich den Song an sich richtig cool. Ob er jetzt besser als sein Vorgänger ist, muss man nicht wirklich vergleichen. Und mal schauen, ob man in 5 Jahren immer noch denkt, ja, Ghetto Reloaded ist so geil, wie man heute noch sagt, Ghetto von Echo Fresh und Bushido ist geil. Aber wie gesagt, das Video ist auch schwarz-weiß-mäßig cool gemacht. Ist, glaube ich, diesmal nicht von Street Cinema, aber sieht trotzdem ein bisschen so aus wie ein Street Cinema-Video. Aber auf jeden Fall alles fein und so. Also mehr kann ich zu dem Song eigentlich nicht sagen. Also ich glaube, ich habe alles gesagt. Das ist so meine Meinung zu dem Song. Ja, gebt mir einen Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat. Schreibt eure Meinung zu der Single unten in die Kommentare. Und eines will ich noch sagen, genau, es schreiben viele immer in die Kommentare rein, warum machst du die Videos immer so? Warum stellst du nicht alles wieder auf und Stativ, dies, das und hältst die Kamera in der Hand? Ich will diese Videos immer so zeitnah wie möglich raushauen und so. Und das sind halt spontane Videos und ich schreibe mir auch keine Notizen vorher auf und so, sondern ich rede einfach frei Schnauze. Das, was ich jetzt gerade über die Single denke. Weil ich habe die Single auch wirklich gerade erst gesehen, zweimal hintereinander und spreche dann meine Meinung dazu aus. Und ich finde es halt immer so anstrengend, alles aufzubauen. Ihr wisst ja nicht, was alles dahinter steht. Ich muss die Lampen aufbauen, die Kamera, das Stativ und ich muss mich auch noch verkabeln mit dem Mikro und so. Und das sind so Sachen, wo ich so denke, okay, mache ich heute doch kein Video. Und wenn ich das Video so mache, geht es ja spontan einfach schnell. Solange wie das Video geht, ist dann auch nur die Arbeit. Deswegen mache ich es lieber so. Also nicht drüber aufregen. Die regulären Videos werden immer noch so gemacht. Also müsst ihr euch damit abfinden. Ah ja, und weil heute ja Halloween ist, ich habe auf meinem anderen Filmkanal eine Liste zu meinen 10 Lieblingshorrorfilmen gemacht. Also wenn ihr nicht wisst, was ihr heute Abend an Halloween für Horrorfilme gucken wollt,
Klickt unten in der Beschreibung auf den Link oder hier verlinke ich euch das Video auch noch. Würde mich freuen, wenn ihr vorbeischaut und schreibt mir dort unter die Kommentare, dass ihr von diesem Video her hier kommt. Das war meine Meinung zur Single Ghetto Reloaded. Wir sehen uns im nächsten Video. Happy Halloween und haut rein.